Der Berliner Senat beschließt einen Mietendeckel und alle spielen verrückt. Die Immobilienlobby schiebt Panik, die FDP ruft zum bewaffneten Widerstand auf, Christian Lindner kürt sich daraufhin zum schönsten Untergrundkämpfer aller Zeiten und die bürgerliche Presse schreibt irgendwas über DDR und sozialistische Umtriebe. So zum Beispiel die BZ oder die Welt oder auch der Cicero. Die Zeitschrift Cicero ist bekannt. Das ist so eine Art Fokus Online für pseudointellektuelle Studienabbrecher. Alle regen sich auf, weil der Berliner Senat mit dem Mietendeckel das Menschenrecht auf uneingeschränkten Profit angegriffen hat. Und es ist ja auch wirklich gemein, der Mietendeckel. Viele Schwaben haben sich ja in Berlin eine Wohnung gekauft, um über die Mieten was vom Länderfinanzausgleich zurückzukriegen. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, und die Immobilienlobby hat natürlich auch Angst vor dem, was da noch kommt. Im ganzen Land regen sich ja Proteste von Mieterinnen und Mietern. Sogar im konservativen Bayern gibt es jetzt ein Volksbegehren für einen Mietendeckel. Logisch, München ist ja zum Beispiel mittlerweile komplett unbezahlbar. Sogar die BMW-Erbin Susanne Klatten hat jetzt Wohngeld beantragt. Ja, ich meine, schauen Sie sich die Münchner Mietpreise doch mal an. Die haben doch mittlerweile die Alpen als höchstes bayerisches Gebirge abgelöst. Da kraxelt bald Reinhold Messner rauf und sucht den Yeti. Ja, ist dann aber wahrscheinlich nur wieder Markus Söder, der sie verkleidet hat. Aber egal. Ein Hauptargument gegen den Mietendeckel ist ja, dass dadurch Neubau verhindert wird. Das ist aber Blödsinn. Der Mietendeckel kann höchstens die Preise bei Neuvermietung oder nach einer Modernisierung deckeln. Neubauten sind von dem Gesetz ausgeschlossen. Die private Hand baut ja eh eher Häuser im höherpreisigen Segment und das können sie auch in Zukunft weiterhin tun. Warum hat Berlin jetzt diesen Schritt überhaupt, warum ist Berlin diesen Schritt gegangen? Naja, weil die vom Bund eingeführte Mietpreisbremse gegen die Mietenexplosion völlig wirkungslos ist. Es gibt zu viele Ausnahmen, es gibt zu viele Möglichkeiten, die Mietpreisbremse zu umgehen. Ist ja auch logisch. Wie soll denn eine Mietenexplosion von einer Mietpreisbremse verhindert werden? Das ist physikalisch eher herausfordernd. Ehrlich, Mietpreisbremse, wie kommst du da überhaupt drauf? Da kommst du doch nur drauf, wenn du auf der Bundestagstoilette das Wettkoksen gewonnen hast. Ich erwähne die Mietpreisbremse. Oh, in der Kantine gibt's heute Spargel. Ja, ich glaube, so war das. Tja, und kurzum, weil sich in Berlin die Mietpreise halt nicht bremsen lassen, kriegen sie jetzt ordentlich eins auf den Deckel. Wer nicht hören will, muss fühlen.